Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein PR-Haul, also quasi ja, ein paar PR-Pakete sind eingetroffen und da möchte ich dir gerne einfach mal die Inhalte zeigen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir einfach mal so durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Also ja, es ist bunt gemischt, ne? Also ich habe hier Haushaltsprodukte, Beauty-Produkte, ja, die Bücher habe ich mir aber eigentlich selber gekauft. Aber Danny und ich, wir sind ja quasi, ja, ne? Dadurch, dass ich ja selber dein Buch rausgebracht habe, ist es ja quasi Kooperationspartner. Habe ich aber trotzdem selber bestellt. Egal. Ich möchte einfach mal anfangen mit dem neuen Staubsaugerroboter, den wir haben, Roidme. Von Roidme Eve Plus nennt sich das Modell. Und den habe ich auch schon gesehen bei verschiedenen anderen Influencern, also richtig cool. Tatsächlich, ich glaube sogar bei Danny. Ich glaube schon, dass er den auch gezeigt hat, ne? Auf jeden Fall ist es bei uns halt wirklich so, dass dadurch, dass ich ja, ja demnächst ein Baby erwarte, sich das ein oder andere bei uns zu Hause ja auch umstellen wird und ja, man dann natürlich auch einfach gucken muss, wie man manche Dinge vereinfachen kann, ne? Und wenn ich jetzt so sehe, wie von unseren Freunden die Kinder vielleicht manchmal essen oder wie, ja, ich weiß auch nicht, also wie mein Neffe isst oder Nichten und Neffen tatsächlich, ich habe da ja einige von. Wow, klar, ich habe einen Hund, das ist ja quasi ein lebendiger Saugwischroboter, aber mir wäre es natürlich lieber, wenn es halt etwas wäre oder ein Modell ist oder ein Produkt ist, was ich dann ja eben losschicken kann, was es dann quasi alles sauber machen wird. Oder wenn in der Küche mir da mal was nebenfällt oder so, ne? Auf jeden Fall war ich super, super froh, als ich von Roidme angeschrieben worden bin, ob ich Lust habe, das Modell Eve Plus auszuprobieren, weil es ist ein Saugwischroboter, der halt nicht nur ein Saugwischroboter ist, sondern er hat halt auch so eine automatische Absaugfunktion. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses, ich weiß nicht, wie ich, also dieses ich muss diesen Behälter ausleeren und dann staubt alles. Das habe ich halt super häufig, wenn ich jetzt den alten leer gemacht habe, den wir vorher hatten oder so. Ne? Da habe ich, wenn ich den falsch aufgemacht habe, so ja das Ganze um den Mülleimer drum herum verteilt. Oder dann kam vielleicht ein Luftzug durch, weil wir ja super häufig die Tür offen stehen haben und dann kommt halt Luft durchgefegt. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr froh, als ich halt wirklich von Roidme angeschrieben worden bin und habe auch super schnell gesagt, klar, lass machen, Leute. Und was ich enorm geil fand, das ist nicht selbstverständlich, das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal erwähnen, die haben wirklich gesagt, ja, wir schicken dir den zu, aber bitte, bitte teste ihn mindestens, wichtig, 3 Wochen. Und das fand ich so geil. Also das hat für mich schon wieder gezeigt, Alto Belly, das ist ein Kooperationspartner, der es ehrlich meint und der es halt auch ernst meint. Ich bekomme, also ich habe das Produkt zum Vorstellen zugeschickt bekommen, ne, bekomme aber für die Kooperation halt kein Geld, was ich vollkommen, ne, weil ich das Produkt so geil finde und weil ich den Partner so geil finde. Also so seriöse Menschen, die sagen, mindestens 3 Wochen bitte auch wirklich mehrfach wöchentlich laufen lassen, testen, auf Herz und Nieren testen, ausprobieren, damit ich halt hier im Video auch wirklich was dazu sagen kann. Also Leute, sehr, sehr empfehlenswert. Ich sag's euch wirklich. Auf jeden Fall habe ich auch ein Briefing von denen zugeschickt bekommen. Da werde ich gleich ein paar Passagen natürlich draus zitieren, weil das halt eine Aufführung zum Beispiel, was ist jetzt im Lieferumfang enthalten, das kann ich euch ja auch sagen, ne? Aber ansonsten halt alles so professionell und so nicht dieses. Von manchen Leuten kriegst du halt irgendwie 10 Seiten von irgendwas zugeschickt, was du da alles im Video erwähnen sollst, innerhalb von 2 Minuten gefühlt. Und du denkst dir, das ist niemals möglich, ne? Und ach, ganz, ganz verrückte Dinge. So, hier wurde mir nur gesagt, bitte 3 Wochen testen, mindestens. Dann die Links wurden mir auch zugeschickt und hier haben wir dann auch den Lieferumfang. Habe ich mir auch ein bisschen was rausgesucht und ich lasse euch ja immer wieder auch was zwischendrin einlaufen. Ne? Dann seht ihr auch das Produkt so ein bisschen. Natürlich ist einmal der Saugroboter selbst im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir einen Wischaufsatz. Den habe ich übrigens tatsächlich, selbst wenn ich den einfach nur saugen lasse, drunter gelassen. Das ist halt so ein Wischaufsatz, den kannst du auch einfach waschen. Ne? Also es gibt halt auch noch diese Einmalviecher, wenn das halt wirklich IBA-Verschmutzung ist, also wenn das halt Fäkalien sind oder sowas, ne? Also, weißt du Bescheid, werde ich wahrscheinlich sehr bald haben, wenn das Kind, ach, ihr wisst Bescheid. Und dann hast du halt sowas, womit man dann halt, das machst du dann halt auch, ne, unten einfach drunter und das kannst du halt danach entsorgen, das kann man halt nicht sauber machen, das ist auch im Lieferumfang mit drin enthalten. Finde ich auch sehr, 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 sehr praktisch und da sind 10 Stück, glaube ich, von drin, ne?
echt mitgedacht. Dann haben wir, genau, dieses wiederverwendbare Mikrofaser-Wischtuch für Wischaufsatz, habe ich gesagt, ne? 10 Einweg-Wischtücher für Wischaufsatz. Ach Quatsch, das wiederverwendbare Wisch... Ach, jetzt komme ich hier durcheinander mit meinen Wischereien, ne? Dieser wiederverwendbare ist schon drunter, der ist auch immer noch drunter. Diese 10 Einweg-Wischtücher für Wischaufsatz. Dann habe ich noch einen großen HEPA-Ersatzfilter, auch das finde ich echt cool. Wir haben zwar einen Kompressor, also einer davon ist natürlich im, in dem Readme drin verbaut. Und ja, einen Ersatzfilter haben wir auch noch. Wir haben einen Kompressor hier, sodass wir den dann auch immer wieder so durchpusten, ne? Also da hast du natürlich diesen Mikrostaub und so. Das sollte man dann natürlich draußen machen und mit einer Maske, weil das wäre halt irgendwie Banane, wenn du es dann einatmen würdest. Und genau, also dass man das halt dann immer wieder sauber bekommt und so, das ist halt... Ne? Kein Problem. Und ja, aber wenn das dann mal, wenn alle Stricke reißen, wenn mal vielleicht irgendwie doch irgendwie Feuchtigkeit drankommen sollte oder sonst, keine Ahnung, irgendwas oder im Laufe der Zeit, dann hat man schon mal so ein Ersatzvieh. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Nur weil, ja, ist auch nicht alltäglich oder selbstverständlich, finde ich persönlich so, ne? Dann haben wir die automatische Absaugstation mit digitaler Ladeanzeige, ne? Die habt ihr ja eben wahrscheinlich schon gesehen. Das, was ich... Ach, da kommen wir aber nachher zu, wenn ich von dem Produkt an sich, von dem Einsatz spreche. 4 Staubbeutel haben wir hier drin. Das ist halt eben die Sache, ne? Du hast... Kann man positiv und kann man negativ sehen. Also ich persönlich finde es für mich persönlich gerade aktuell sehr positiv, dass das Ding halt mit Staubbeuteln läuft, ne? Ist halt in dem Sinne, du hast halt immer diese Staubbeutel. Aber bis so ein Staubbeutel voll ist, dauert es natürlich auch eine Weile. Ja, mit Sammys Haaren dauert es vielleicht nicht ganz so lange. Da muss man das vielleicht so einmal im Monat wahrscheinlich wechseln. Aber an und für sich, oder wenn halt ein dicker Fellwechsel ist, dann muss man das halt auch öfters wechseln. Aber an und für sich finde ich das vollkommen in Ordnung. Ich habe halt auch online geguckt. Die bekommst du ja von verschiedensten Herstellern, ne? Und da sind die auch... jetzt nicht super überteuert. Auf jeden Fall haben wir hier dann die Ersatzbeutel auch mit drin und da wird halt der ganze Bimbamborium drin gesammelt und auch wenn da irgendwie feuchtes Kram drin ist oder so, ist da halt jetzt einfach dann alles drin und der Staubsauger entleert sich dann ja selber, fährt zur Station, bläst sich aus, ne? Das kommt dann hier alle rein, aber da reden wir auch noch gleich mit Bild und Ton drüber. Genau, ich mache das dann doch etwas umfangreicher, als ich mir das vorgestellt, also so geplant habe. Dann natürlich das Netzkabel für deutsche Steckdosen und eine deutsche Bedienungsanleitung. Und das ist halt auch so eine Sache, das Ding, da kannst du die Sprache einstellen und das Ding redet mit dir auf Deutsch. Das finde ich auch immer total knuffig. Und hier hast du halt verschiedenste Sprachen und halt unter anderem auch Deutsch mit bei. Das finde ich sehr cool. Mein Freund hat das Ding natürlich installiert, den Readme Eve Plus, weil... er für die technischen Geschichten bei uns halt einfach hauptsächlich zuständig ist. Die App hatte er dann auf seinem Handy installiert und ich habe die mir einfach mit einem QR-Code quasi von ihm rübergeholt. Ne? Also da habe ich mich dann angemeldet und da konnte man dann irgendwie oben rechts auf ein Feed klicken, wo so ein Strich drin war. Und dann kam bitte jetzt hier den QR-Code abscannen und dann konnte ich das Handy von meinem Freund nehmen. Habe dann den QR-Code abgescannt und dann hat sich das 1:1 übertragen. Und dann musste ich das Gerät halt nicht nochmal einrichten und so kann man sich das quasi teilen. Finde ich persönlich auch ganz cool gemacht. Ich hätte mich natürlich auch mit den Login-Daten von meinem Freund einloggen können, aber so fand ich es jetzt auch nicht schlimm. Ja, zur Anwendung von dem Gerät. Ich persönlich finde, dass es wirklich sehr, sehr schnell ist. Also sage Lütgen, ich habe mich echt am Anfang sogar erschrocken, wie schnell das Ding so durch die Gegend gewetzt ist, ne? Und fand das auch sehr cool. Das hat ohne Probleme seine Ladestation auch schnell wiedergefunden. Das Saugen an sich fand ich jetzt auch gar nicht so laut. Ich kann jetzt mal kurz den Mund halten. Also ich persönlich finde, das geht wirklich klar, ne? Also von der Lautstärke her. Natürlich kann ich den jetzt nicht laufen lassen, wenn ich hier sitze und der jetzt nebenan saugen würde. Das würde ich hören, weil ich halt einfach, hier sind die Wände so papierdünn. Wenn ich nachher oben bin und der saugt hier durch die Gegend, dann ist das vollkommen pelle, da kriege ich dann nichts von mit. Aber, ne, also das ist halt die Sache, dann kannst du dann am besten laufen lassen, wenn dann einfach keiner hier zu Hause ist oder so. Du kannst ja auch einstellen. Und ja. Apropos einstellen, du kannst dem auch sagen, natürlich Verbotszonen, wo er nicht hin soll. Der hat natürlich diese Scan-Funktion, dass er sich diese Karten erstellt und so weiter. Du kannst ihm sagen, heute mal bitte nur den Raum saugen oder
den Raum heute nicht saugen oder sowas. Ne? Das finde ich auch ganz cool gemacht. Wenn das Kind vielleicht irgendwo gerade seine Spielecke eingerichtet hat oder so, dass man da halt irgendwie so ein, da kannst du so ein Viereck drüber ziehen in der App, dass du sagst, da nicht saugen. Und dann saugt er halt den ganzen Raum bis auf dieses Viereck, was du halt gezogen hast. Das finde ich auch schön gemacht. Ja, und wenn er dann halt fertig ist mit seinem Saugen, haben wir bei uns eingestellt, dass er wirklich nach jedem Wohnungssaugen tatsächlich in seiner Ladestation sich dann auch aussaugen lässt. Also quasi, dass er dann den Schmutzbehälter leeren lässt. Das passiert auch wirklich einwandfrei. Das finde ich allerdings relativ laut. Ne? Es ist schon wirklich relativ laut. Aber irgendwas muss ja auch sein. Ne? Also die Wischfunktion, ja, kann man wirklich für kleine Stellen machen. Also wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe jetzt hier irgendwie, da ist mir ein bisschen was daneben gekommen, wie schon gesagt, wenn ein Kind irgendwie gegessen und dann um seinen Platz drumherum ist es irgendwie, kannst du den da fahren lassen, kannst du mir auch sagen, bitte wirklich nur genau da einmal Staub wischen, also Wischfunktion, ne? Dann ist das auch vollkommen in Ordnung, dann kannst du dieses Klettvieh abnehmen, in eine Wäsche schmeißen oder halt quasi per Hand waschen und dann wieder drunter machen, je nachdem, was es halt für eine Verschmutzung ist. Oder du nimmst dir halt dieses Einmalvieh. Ich würde es aber nicht nehmen, um jetzt meine komplette Wohnung zu wischen, weil das verteilt dann halt eher den Schmutz, als dass es den ja wirklich aufnehmen würde, ist ja klar, weil normalerweise nimmst du ja quasi das und hast den Wischmopp und nach einer gewissen Zeit musst du den halt sauber machen, weil da sich natürlich auch Kram drunter sammelt. Ist logisch. Aber ich stehe auf das Teil. Manche Sachen muss ich natürlich noch nachsaugen, wenn ich Langflorteppiche habe oder so, weil ich halt auch hardcore unterwegs bin mit Sammy, ist klar, ne? Da muss ich dann auch einfach nochmal mit unserem normalen Staubsauger hinterher, aber das finde ich nicht schlimm. Weil so für dieses, dass du jeden Tag den Staubsauger oder den Staubi, wie hat mein Freund den genannt? Herbert? Bertha? Bertram? Ich weiß es nicht. Der hat auch unsere Alexa darauf eingerichtet und so weiter. Ne? Der hat auch so einen ganz witzigen Namen dafür genommen. Auf jeden Fall, wenn der Staubi fährt und der wirklich jeden Tag fährt, dann hast du immer so diese Grundsauberkeit. Ne? Du hast es nicht tiefenrein, aber theoretisch immer die Möglichkeit, dass jemand unvorbereitet vorbeikommen könnte. So, das ist jetzt so meine Review zu dem Staubsauger, so in der Zeit, wo ich ihn getestet habe. Meine persönliche Empfehlung auf jeden Fall, ne? Also wenn man halt recht viele Hartböden zu Hause hat. Und wir haben sehr, sehr viele Fliesen bei uns. Und also hier unten wirklich, ne, ist eigentlich alles gefliest. Dementsprechend ist das super. Also wirklich super bei uns. Wie er sich auf normalem Teppichboden verhält, kann ich euch gar nicht sagen, weil wir das zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht bei uns haben. Mein YouTube-Zimmer oben wird das erste Zimmer sein, der erste Raum überhaupt in diesem Haus mit Teppichboden. Deswegen kann ich es darauf leider nicht testen. Aber auf Hartböden mega geil. Also werden wir gerne weiterverwenden, unseren kleinen schnellen Flitzer und freuen uns jedes Mal, wenn er halt hier die Wohnung sauber macht und wir währenddessen draußen in der Hängematte chillen können. Läuft. Ja, vielen Dank an RoidMe, dass ihr mir den Eve Plus zugeschickt habt oder Eve Plus vielmehr und ja, dass ich ihn dann hier auch vorstellen durfte und weil ich halt jetzt wirklich, ne, es ist ja euer Verdienst, Leute, weil ich euch habe und durch euch halt eben solche Kooperationen angeboten bekomme, möchte ich in diesem Video auch eine Verlosung machen. Es ist kein Staubi, ich weiß, aber es ist halt ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket und das möchte ich halt an einen von euch verlosen und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox drin. Schau da gerne einfach mal vorbei und schau auch gerne auf der Seite von RoidMe vorbei, habe ich wie gesagt in der Infobox verlinkt. Die haben wirklich da auch aktuell gute Angebote, ne? Also wirklich schöne Geschichten, empfehlenswertes Produkt, definitiv, und ich werde euch da sehr wahrscheinlich immer mal wieder von erzählen oder ihr werdet ihn mal in meiner Story rumflitzen sehen, den kleinen Helfer. Genau, kommen wir zu einem weiteren Kooperationspartner von mir und zwar ist es Purish. Purish ist ja ein wirklich, also ein langjähriger Kooperationspartner von mir, also seit Stunde Null gefühlt bin ich ja mit dem Boot. Hatte damals Maxim mich vorgeschlagen und seitdem arbeite ich mit Purish zusammen. Richtig geil und aktuell gibt es halt diese Sache, dass wir halt monatlich von denen die Möglichkeit haben, für bestimmte Marken einen Rabattcode zu haben. Das ist ja immer Claudis Welt 15 und dadurch bekomme ich eine kleine Provision. Ihr könnt 15% sparen und das finde ich immer ziemlich cool. Das ist eine Win-Win-Situation und da ich halt für Mai dann auch ein entsprechendes Fullface mit den Marken, worauf ihr sparen könnt, plane. Alle Marken blende ich euch hier mal ein, auf die ihr gerade sparen könnt und mir halt noch von der einen oder anderen Marke was fehlt,
Da habe ich dann meine liebe Jenny gefragt, das ist dort halt meine Betreuerin, ob sie mir das ein oder andere zuschicken möchte. Und klar, macht sie gerne, hat sie gerne gemacht. Und das könnte ich euch natürlich auch jetzt auch direkt in diesem Video mal zeigen. Natürlich jetzt noch nicht in Anwendung, das habe ich jetzt gestern erst bekommen. Was natürlich auch mit drin ist in dieser ganzen Rabattierungsgeschichte, Suva Beauty. Die haben ja auch so, so schöne Liner. Das ist so cool, diese wasseraktivierbaren Liner. Mysteriös am Schnarchen, ich liebe es einfach. Da habe ich Prime and Paint, den Eye Make-Up Primer, also quasi den Lidschatten Primer, habe ich mir jetzt ausgesucht in Weiß. Also den gibt es in verschiedenen Farben, schwarz, weiß, bunte Farben gibt es glaube ich sogar auch davon. Da habe ich mich aber, also ich, gerade ich, die ja eigentlich eine bunte Maus ist, ne, hat sich nicht dran getraut, sich die bunte Geschichte zu holen. Das habe ich einfach weiß genommen. Zum einen sind Lidschattenprimer dafür da, dass du den Lidschatten an Ort und Stelle hältst, dass er nicht durch die Gegend wubbelt. Dann haben wir auch noch die Sache, dass du die Farbintensität dadurch erhöhst. Und was halt auch noch ist, der Stain ist nicht auf deinem Auge, sondern er ist dann quasi auf dem Lidschattenprimer. Also wenn das sehr, sehr krass pigmentierte Farben sind oder gepresste Pigmente oder so, ne? Wie zum Beispiel Love X Oscar Atom, die Atom Eye. Da sind ja so ein paar gepresste Pigmente-Geschichten mit dabei, die einen super krassen Stain auf den Augenlidern hinterlassen. Und das ist halt wirklich weiß. Ja, und da gilt halt aktuell Claudies Welt 15 drauf, ne? Also ich kann euch auch einfach generell empfehlen, mal bei Purish vorbeizuschauen. Die haben echt schöne Sachen. Das Sortiment erweitert sich ständig bei denen. Das ist genial. Dann ist auch noch die Marke Revolution mit drin im Boot. Lemonade Brow habe ich mir hier bestellt. Bin ich sehr gespannt, wie das so wird. Habe ich in der Farbe Medium Brown hier. Und da haben wir auf der einen Seite einen Augenbrauenstift, auf der anderen Seite ist es ein Augenbrauengel. Und quasi 2 in 1 fand ich persönlich interessant. Sowas finde ich vor allem praktisch, ne? Wenn es halt auch gut in der Hand liegt, das ist auch immer die Sache. Aber da müssen wir dann mal gucken, wie das dann so ist. Ach so, so sieht das aus. Ist schon hübsch, ne? Und Revolution, wusstet ihr das? Revolution übernimmt BH Cosmetics. Das heißt, gegebenenfalls finden wir auch das ein oder andere Produkt, was dann ja Revolution von BH Cosmetics übernommen hat, ne? Bei Purish demnächst im Online-Shop. Wisst ihr Bescheid? Ja. Hier haben wir dann das Augenbrauenprodukt. Oh, okay. Das ist tatsächlich rechteckig. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja witzig. Ne? Ist für mich jetzt aber nicht schlimm. Also feine Augenbrauenhärchen nachmalen, ja, ist nice. Aber da ich halt wirklich viel nachmalen muss, kann ich hiermit schneller arbeiten wahrscheinlich. Und hier habe ich dann das klare Augenbrauengel. Ja, probieren wir mal aus. Dann ist Ilia Beauty auch mit in der Geschichte. Da hatte ich noch gar nichts von, deswegen habe ich mir gleich 3 Produkte bestellt. Einmal ist das der Multistick Shea Butter Orange Peel Wax und Avocadoöl. Das ist einmal dieser hier. Orange Peel Wax, okay. Cheek to Cheek, also quasi ein Blush, ein Stick Blush. Das ist eine sehr, sehr edle Marke, ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall High-End, ne? Ich hatte jetzt einfach mal gerade geguckt, ob da irgendwie was Spezielles noch mit draufsteht oder so. Erinnert natürlich auch ein bisschen an Milk Make-Up, weil da kennt man einfach diese Sticks her, ne? Riecht nach nicht wirklich irgendwas Aufregendem. Bin ich sehr, sehr gespannt, weil das auch nicht günstig ist, ne? Kommt in jedem Fall, oh Gott, reden, ins Full Face. Die True Skin Serum Foundation fand ich auch sehr ansprechend. 30 ml sind hier drin. SF5 Sable habe ich mir ausgesucht. Müsste eigentlich passen. Könnte vielleicht ein Ticken hell sein. Nehme ich halt ein bisschen mehr Bronzer. Müssen wir mal gucken, ne? Aber das sah auch ganz ansprechend aus. Ist hier auch aus Glas oder Milchglas ist das, ne? Hier unten. Und Shake Before Use. Ja, ein bisschen hört man es auch schlackern da drin. Ja, hier haben wir dann einen Pumpspender. Bin ich echt sehr gespannt drauf. Kenne ich überhaupt nicht, die Marke. Und das hatte ich dann auch auf der Homepage gesehen bei Purish, dass die da halt echt viel von im Sortiment haben. Ich wollte halt nicht unverschämt sein und sagen, ich möchte gerne einen Fullface Ilia schminken. Das wäre pricey geworden, Leute. Magic Sands habe ich ja auch noch in der Farbe. Das Puder. Radiant Translucent Powder mit Lichtschutzfaktor 20. Mit Aloe Vera, Hibiskus, Rosmarin, Blatt. Gedünsten. Ja, das sieht auch schön aus. Ist jetzt kein Glas, das ist Hartplastik da unten, ne? Dann halt dieser Deckel. Das ist schon hübsch. Ja, sieht gut aus. Ne? Puder halt.
Also da bin ich also auf diese Anwendungsgeschichten sehr, sehr gespannt, gerade bei den Produkten, die ja ein bisschen teurer sind. Eins habe ich noch, was auch ein bisschen noch nie wirklich bei mir zu Hause eingetroffen ist. Ne? Also Visard, ja, das oder Wisard ist ja auch eine Marke, die es bei Purish gibt und die jetzt auch rabattiert ist. Die Warm Edition, da gab es auch noch eine andere, aber die Warm Edition hat mich ein bisschen mehr angesprochen. Klar, eine Warm Tone Palette haben viele zu Hause schon, aber die Qualität so, soll so genial sein und jetzt schminkt sich ja nicht jeder immer neongrün, ne? Das ist halt auch die Sache, ich gerne, ja, mag ich gerne leiden, heute habe ich auch mal ein bisschen Silber und so drauf, das ist die Mini Sendo von Natasha Denona. Traurig aber wahr, wird demnächst aussortiert, weil irgendwie finde ich die nicht so geil, ich finde die zu schmutzig irgendwie. Auch wenn es mir jetzt so im Display da oben gefällt, ne? Aber wenn ich mich im Spiegel ansehe, denke ich mir die ganze Zeit, irgendwas ist da nicht richtig in meinem Gesicht. Auf jeden Fall. Visard, Wisard, Warm Edition. Das sieht ja allein schon von der Verpackung her total edel aus. Wie so ein Liebesbrief irgendwie, ne? Mach sie hier einen auf. Mach sie hier. Nee. Klapp sie hier nach unten. Ach so. Und dann hast du hier die Palette. Das sieht süß aus. Wirklich süß aus. Dann hat man noch die Folie drüber. Fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an, wie ich das gedacht hätte, ne? Weil hier ist einfach so ein Plastikvieh drüber und das hier ist auch hier drin Plastik. Okay. Ja, wenn die gut performt, dann ist Tutti, ne? Wird auf jeden Fall ausprobiert. Spiegel mit dabei ist süß. Vielleicht zum Verreisen auch ganz cool, aber das mit dem Plastik hätte ich jetzt irgendwie anders erwartet, muss ich gestehen. Das ist eben etwas hochwertiger gemacht worden wäre. Aber gut, das wären jetzt so Marken, auf die halt mein Code gilt. Von den anderen Marken habe ich schon Sachen gehabt, ne, um die ins Full Face mit reinzupacken, aber bei denen hier halt noch nicht. Und dann hatte ich jetzt vor einer Weile schon zwei Lippenprodukte zugeschickt bekommen. Ich weiß nicht, ob mein Code eben wegen dieser gesonderten Kooperation auch auf IKA gilt. Das sind halt so Lippenstifte, haben die in verschiedenen Farben rausgebracht. Die sollen jedem stehen. Habe ich auch bei Chiquitas Place gesehen. Die hat die auch getestet und die haben wirklich geil bei ihr ausgesehen, weil sie auch so ein Schneewittchen-Typ ist. So eine schöne Frau. Guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei. Die beiden habe ich jetzt hier, also quasi der Cream Intense Lipstick in der Farbe Call the Shots und You Got This. Ne, das sind die beiden. Allein von der Verpackung her, ne? Ziehst du raus, hast direkt hier so ein voll schön. Also das sieht edel, edel aus. Werde ich aber demnächst einmal auf Instagram, denke ich mal, so zeigen, ne? Jo, kann man besser Fotos machen von Lippen. Ja, weil das ist für mich so ein total cooles Produkt, was ich dann auch so zur Adventskalenderzeit super tragen kann. Das ist auch schön gemacht. Das ist so, ja, Metall hier außen drum zu. Oh, das ist echt ein schöner Rotton. Wirklich. Ich muss an allem riechen. Die Frau hat einen Schuss. Riecht voll geil cremig. Mag ich gerne leiden. Also das werde ich mit euch mal auf Insta... Oh, Insta testen. Geht das? Ja, ein bisschen magnetisch. Doch, du stehst schon magnetisch, ne? Your best you steht hier drauf. Also dein bestes du. Süß. Ne, mag ich gerne leiden. Doch, doch. Schön. Allein diese Verpackung ist eine schöne Geschenkverpackung. Also wenn man irgendwie Bock auf rote Lippen hat, warum eigentlich nicht? Ne? Dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen, nicht Beauty, habe ich ja eben schon gesagt, dass ich ein bisschen was bei Danny bestellt habe. Und ja, da haben Danny und Maxine nämlich neue Kochbücher rausgebracht. Da musste ich natürlich zuschlagen. Das sind diese beiden Schätzeleins. Und mag ich. Das sind so einfache Rezepte. Jetzt erstmal gerade so zu der Zeit, dass wir Grillsaison haben. Es wird wärmer, wir haben den Bock auf Salate und so, ne? Maxims Salatbuch Frühlingsedition, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Sein Look hier drauf feiere ich übrigens, das habe ich auch irgendwann mal auf Instagram gesehen und mir gedacht, oh du hübscher Mann, echt schön, ne? Richtig, richtig schön gemacht. Und keine Ahnung, das ist hier Wassermelonsalat, Baby, mit Spargel, lecker, auf sowas habe ich ja Bock, ne? Pfirsichsalat, auch geil. Ja, und dann hast du halt die Möglichkeit, da auch selber noch ein bisschen was reinzuschreiben, selber Rezepte mit reinzuschreiben, was so deine persönlichen Lieblingsrezepte sind, ne? Und das ist halt total easy, weil du kannst hier unten dir dann auch Notizen immer machen. Du hast es so einfach, dass du hier die Zutaten hast, hier hast du dann immer die Zubereitung. Das ist so einfach und das mag ich. Das ist halt so richtig für mal eben schnell
Und ja, so wie ich halt gerne auch sowas mag. Ich möchte nicht gerne so Heidetail und Tüdelü als Rezept, sondern auf den Punkt, Leute, ne? Ich möchte kochen und keinen Doktorandenstudiengang ablegen müssen. Dann haben Danny und Maxim zusammen Many Cooks Community Edition 2 rausgebracht. Als sie rauskam, habe ich mir gedacht, ach Mist, ich hätte doch noch ein Rezept gehabt, was ich gerne eingereicht hätte. Das kommt dann vielleicht in die Community Edition Nummer 3 mit rein. In der ersten bin ich ja auch mit drin. Da ist ja auch Claudis weltbeste Paprika Carbonara drin enthalten. Und natürlich habe ich ja auch die persönliche Widmung von Danny und von Maxim mit drin. Sehr, sehr geil. Habe ich mich echt drüber gefreut. Und da konnten halt aus der Community alle ihre Rezepte einreichen. Und das wurde dann halt wirklich in diesem Kochbuch zusammengeführt. Und das finde ich schön. Daniels Kürbis-Wundersuppe. Nom. Ich mag sowas gerne. Mein Freund nicht ganz so. Mellys Hexenbutterbier. Oh. Ankas australische Kartoffelpuffer. Oh, lecker. Sowas mag ich ja gerne. Ne? Und dann schön... sag mal, schön mit Apfelmus dabei. Oh, voll mein Ding. Und auch hier kannst du dann wieder deine eigenen Rezepte am Ende reinpacken. Hier unten hast du auch wieder Platz für Notizen. Mega cool gedacht. Also da muss ich, also wirklich jedes Mal ziehe ich den Hut davor. So eine Kreativität bei den beiden ist echt 1A. Mein Buch, Sammy endlich ankommen, ne, aus der Sicht von Sammy geschrieben, kriegt ihr natürlich auch im Palliativ Verlag. Also solltet ihr Bock auf die Kochbücher haben und euch überlegen, na, vielleicht noch irgendwie so eine kleine süße Geschichte mit zu bestellen, gerne das Buch von Sammy mit in den Warenkorb legen, würde ich mich mega drüber freuen. Verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Und was man halt auch dort bei Danny findet, ist der VIP-Shop. Und bei dem VIP-Shop, das sind quasi dort Add-on-Produkte, ist auch eine mega krasse Rabattaktion aktuell. Genauso wie auch bei Giacomo Cosmetics, weil Maxim und Danny haben sich jetzt ein Haus gekauft und sind jetzt gerade im Umzugsfieber und so nach dem Motto, wir müssen mit so wenig wie möglich am besten umziehen, ne? Und dementsprechend haben wir dort krasse Rabatte, die uns erwarten. Ich habe mir da ein paar Karten natürlich mitbestellt, weil die Pop-Up-Karten, die finde ich so schön, ne? Die Danny dort im Shop hat. Einmal ist es hier Happy Birthday mit einem Schmetterling drin. Total schön, also... stehen jetzt ja auch einige Geburtstage an, nicht nur meiner. Diese Karte, die habe ich super schnell verschenkt. Die habe ich, glaube ich, meiner Schwägerin geschenkt. Und da habe ich ihr dann auch angekündigt, dass ein Baby in meinem Bauch ist. Also sie war auch eine der ersten, die es erfahren durfte. Das ist halt so mit so einem Strauß von Kleeblättern. Das ist auch wunderschön, auch so eine schöne Geburtstagskarte. Und noch eine weitere Geburtstagskarte, die ich auch schon verschenkt hatte. Das ist diese hier, da ist so eine schöne Torte drin. Echt cool, ne? Also ich mag die sehr, sehr gerne. Die Karten stelle ich mir immer wieder gerne nach. Also das sind, ne, für mich auch so Add-on-Produkte, wenn ich auf diesen 30 Euro versandkostenfrei Gedönsen kommen möchte, ne? Stelle ich mir entweder noch ein Buch mit dabei oder was ich noch nicht habe. Ich habe fast alle eigentlich schon da. Oder ich bestelle mir was aus dem VIP-Shop und jetzt gerade halt nochmal hardcore reduziert. Schaut da auf jeden Fall vorbei und lasst gerne von mir ein bisschen Liebe da. Das war es jetzt hier von mir und meinem kleinen, aber feinen PR-Haul. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen, was war das? Wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.